Was geht ab, Jungs, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar sprechen wir heute über alle Footies Team 3 Leaks. Und zwar hat EA wieder einen Fail begangen. Die Footies Team 3 Spieler konnte man heute, also Donnerstag, schon ziehen. Aber bevor wir mit den ganzen Leaks anfangen, vielen, vielen Dank für den Support in den letzten Tagen. Ist echt sehr, sehr krass. Danke an jeden Einzelnen, der immer in den Streams am Start ist, die Videos schaut und, und. Wenn auf den Kanal ist, weiß auf jeden Fall, was zu tun ist. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, ist kostenlos und aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Und dann fangen wir gar nicht lang. Ich versuche das Video natürlich wie immer kurz und knackig zu halten. Im Endeffekt wurde das ganze Team 3 schon geleakt. Ihr seht es auch im Hintergrund, Footies Team 3, Neymar 99 ist am Start. Wir kriegen außerdem noch einen Gabriel Jesus, Carvajal ist dabei, ein Diego Carlos als Innenverteidiger ist dabei. Außerdem haben wir noch Foot Hero, Alovaran und Capdevila. Sancho und Ruben Neves sind außerdem auch am Start. Sancho sieht so aus, auf jeden Fall eine sehr, sehr kranke Karte. Ruben Neves wurde auch schon geleakt, hat folgende Stats und ist außerdem eine Premium-Karte. Ansonsten habt ihr hier noch die Bilder von allen Karten. Einmal Neymar, Capdevila Hero sieht so aus. Diego Carlos hat folgende Stats, Sancho hatten wir eben schon. Und das hier ist Alovaran mit 99 Pace natürlich, 97 Dribbling, 94 Schuss und 93 Passen. Somit habt ihr alle Karten für das dritte Footies Team gesehen. Sind auf jeden Fall sehr, sehr viele krasse Karten am Start. Und was außerdem noch geleakt wurde, ist die Coverstar Icon Ronaldinho SBC. Die soll folgendermaßen aussehen und ich sag euch ehrlich, wenn die Karte wirklich so rauskommt, dann wird die locker 3-4 Millionen kosten. Wenn nicht sogar noch mehr. Und ich glaube ganz ehrlich, diese Karte wird niemand von uns sehen. Also eine übertrieben geistkranke Karte. Wahrscheinlich sogar mit 5-Star, 5-Star. Und ich, Idiot, werde versuchen, die zu craften, wenn sie wirklich so rauskommen sollte. Ja, und viel mehr wurde auch gar nicht geleakt. Wir bekommen morgen außerdem wahrscheinlich noch ein Batch 2. Das heißt, die Special-Karten, die man heute ziehen konnte, werden morgen nicht mehr da sein. Ich hoffe, dass im Batch 2 mehr Team of the Season und Shapeshifters am Start sein werden. Weil im Batch 1 hat man immer dieselben Karten gezogen. Viele Foot Centurions, die einfach nichts mehr wert waren. Once-to-Watch-Karten etc., die auch nichts mehr wert waren. Ich hoffe, dass etwas teurere Karten auf jeden Fall reinkommen in Batch 2. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Wer neu ist, weiß auf jeden Fall, was zu tun ist. Wir sehen uns außerdem morgen, also am Freitag, so um 18 Uhr circa, werde ich live kommen. Wer Bock hat, kann gerne vorbeischauen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Und haut rein!